Du vergisst, musst das so sagen. Spoiler, Warnung, ich nehme jetzt auf. Spoiler zu Ende. Und damit Servus und willkommen zurück. Zu Spoilerwarnung TOF, Spoilerwarnung zu Ende. Mit einem ganz besonderen Projekt namens Spoilerwarnung. Duke Nukem Advance, Spoilerwarnung zu Ende. Zum zweiten Versuch, das aufzunehmen, weil. Spoiler! Ich, Idiot, letztes Mal Order City vergessen hatte zu aktivieren. Es war sowieso ein ziemlich. Ja. Komischer Tag. Bei dir, Xerax, ist was schiefgegangen mit. Dumm 64. Bei mir ging zweimal was schief. Ich habe nämlich den Tag in der Nacht. Also. In der Nacht auf den Samstag und vor der TOF-Aufnahme, davor, letzten Samstag, versuchte Doom 64 aufzunehmen. Fabs hat erfolgreich getestet, alles hat funktioniert und dann wollte ich aufnehmen und schon war das Gameplay nicht aufgenommen. Zweimal hintereinander. Obwohl ich ganz sicher drauf ging. Und dann am Ende habe ich mehrmals drauf gedrückt, ob das überhaupt Datei war. Fehlzeige. Meine Vermutung ist, muss Fraps öffnen und dann direkt Aufnahme. Dann Aufnahme stopp und dann Fraps schließt, wenn ich eine neue Aufnahme mache. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Auf jeden Fall ist letztes Mal was mit der Aufnahme mit PF passiert. Spoiler. Ganz ja. Große Spoilerwarnung. Und zwar, die Datei ließ sich absolut nicht öffnen, obwohl es aufgenommen hatte, warum auch immer. Was ziemlich scheiße war. Ja, und Force ist momentan auf so eine Art Selbstfindungs... Mission, keine Ahnung, also erstmal ja. Nicht, da hat anderes zu tun. Ja, er ist aufgegangen auf eine Pferdereise im fernen Osten, auf einen hohen Berg in einem fernen Mönchstempel, um sich selbst zu finden. Falls ihr Force wieder haben möchtet, müsst ihr schon selbst zu diesem Tempel reisen. Oder ihn mit eigenen Händen davon so, ja, aber das hält das Format nicht auf. Wir haben heute ein Einzelfokusspiel, das nennt sich Duke Nukem Advance. Das Gute jetzt dran ist, dass ich ein bisschen die Steuerung dran gewohnt bin. Als ich das nämlich das erste Mal gezockt hatte, kam ich erstmal gar nicht mit der Steuerung klar. Es ist ein First-Person-Shooter für den Advance. Ein besonderer First-Person-Shooter. Von einem Originalspiel, das... Hard as fuck ist eigentlich. Nämlich Duke Nukem 3D. Das ist ein sehr schwerer First-Person-Shooter. Ich habe ihn gerade mal angetestet und hatte im ersten Level schon Probleme. Dagegen ist Doom Spaziergang. Nein. Das ist eine falsche Aussage. Hast du einmal versucht, Doom auf Nightmare zu zocken?
Hast du das einmal versucht? Vom normalen Schwierigkeitsgrad aus betrachtet. Ja, aber da kannst du ja eigentlich jedes Spiel heranziehen, das eine größere Bandbreite an Schwierigkeitsgrade zeigt. Duke Nukem ist da nicht so breit gefächert wie du. Duke Nukem hat... Der leichteste Schwierigkeitsgrad fängt schwerer an als der leichteste von Doom, aber das Schwerste hört bei Duke Nukem auf, bevor bei Doom überhaupt Nightmare ansatzweise erreicht. Was heißt ansatzweise? Gar nicht erreicht, meint man. Okay. Natürlich kann der Säckel mich durch die Wand treffen. Aber hey, ich kann mal mit meinem Arsch die Türen öffnen. Hast du das auch schon versucht? Auf jeden Fall, dieses Spiel wurde nicht mit der Build Engine kreiert. So, lese ich nachher was vor. Der Environment kann auch Vorteil genutzt werden, also die Umgebung. Sachen an der Wand, Beispiel, ein Feuerlöscher explodiert, was sehr realitätsnah ist. Ja, wenn du in der echten Welt ihn anschießen würdest, dann würde das Zeug einfach bloß raussprühen. Nicht in die Luft fliegen. Sehr nette Sprites zu scannen. Oh, der Secret. Ihr habt einen Strumpfstrahler. Den Sockelstrumpfstrahler gibt's auch. Aber was dem Game leider fehlt, ist die Musik. Es ist ein ziemlich stiller First-Person-Shooter. Aber er ist trotzdem sehr nice. Alles hier Spoiler. Das hat sehr nice Soundeffekte, das Spiel. Oh, die Sprüche sind nicht ohne. Insider kennen so eine Sachen bereits von Spielen wie Serious Sam. Alles nur Hate Speech hier. Wir haben hier verschiedene Gegner. Wie ihr gerade schon sah, dieser Schweinchen und komische wie Katzen aus dem Wesen. Die Schweinchen, wie du sie auch nennst, sind Pikmin. Es soll jedenfalls Aliens darstellen. Aliens jagen! Aliens jagen! Aliens haben halt die Welt übernommen und wir sind halt der Typ von der Armee oder so, der das... Wir sind der Typ, der den in die Ärsche reintreten soll. So fette. Es gibt verschiedene Gegnersorten in dem Spiel. Der normalen, wie auch in Duke Nukem 3D, also es gibt so ziemlich die Gegner aus Duke Nukem 3D. Dieser Titel ist exklusiv für den Game Boy Advance erschienen. Das heißt, es gibt keine PC-Version. Ah, das war Eiergraulen hier. Community-Frage.
Wer von euch kraut sich auch gerne die Eier? Schreibt das in die Kommentare. Wer jetzt empört ist, alles nur Hate. Bei Heiko Maas. Großen Anti-Hate-Speech-Gott. Das sind zum Beispiel die weißen Aliens. Die sind ein bisschen stärker als die normalen Gegner. Was? Weißen? Ja, so gräulich oder so. Die sind nicht stärker, die sind nerviger, die halten aber nicht so viel aus. Oh ja, was für eine Flasche! Ja, es hat auch einen schönen Gewaltfaktor, das Spiel. Also schön Splatter etc. Schön blutig wie so ein gutes englisches Steak. Missionsziel ist halt so bestimmt, ja, Keycards zu finden, Türen zu öffnen und zum Levelende zu gelangen. Hier und da gibt es Secrets zu finden. Oh lol, ich hab mich gerade an der Leiche! Hab ich mich witzig geschossen. Aber ich kann Türen öffnen. Jetzt. Oh ja, natürlich, du Scheißtür! Verreckt mal, das sind bloß zwei Gegner! Und du Scheißtür und ich sterb hier! Also falls ihr euch wundert, ich spiele mit dem Safe weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Ich mach genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Denn wir sind Arias hier. Oh, ich will schießen! Wo krieg ich denn bitte schön Schaden her? So, hier haben wir so eine Art Endboss. Ja, ja, den ersten kleinen Boss. Okay, Level getan. Aufpassen vor seinen Raketen. Also ich wechsle lieber mit Maus, lieber. Das ist auch im Grunde angenehmer. Weil Waffen wechselst mit Select und den Schultertasten. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mhm. Da! Fahrstuhlpower! Alles wackelt hier. An der Stage 2 ist so eine Art Wüste.
Also Pyramide etc. Tempel. Alles nur Hate Speech hier. Alles Spoiler. Gehen wir über die Brücke. Über die Brücke. Was? Dobse. LOL, das ist mit Zeit! WTF! Liebe Zeitlevel. Ja, es gibt Zeitlevel in dem Schallspiel. Und eins wird ziemlich ekelhaft werden, das kommt demnächst. Oh ja. Auch ein bisschen nervig ist, wenn man Waffen einsammelt. Wechselt das sofort quasi dahin. Zu dieser neuen Waffe. Sehr ärgerlich. Ja, das kann manchmal unvorteilhaft werden. Manchmal. Nur manchmal. Einer fehlt noch. Wo ist der dritte Switch? Bitte, der letzte Mal. Ja, das sind so eine Art NP-Typen. Auch etwas nervige Gegner. Was denn? Das ist ein Beruhigungsfurz gerade gewesen. Das ist die NP, sozusagen eine neue Waffe, die wir jetzt bekommen haben. Kann gegen das Damm, was recht nice ist. Ja, und so wechseln wir halt die Waffen. Fangshose Damage, du Wichser! Keine Shotgun mehr, keine MP mehr. Richtig. Also ich spiele das hier mit Tastatur. Maki, du spielst das ja mit Controller, ja. Aua. Oh, mein Fuß ist relativ stark. Fuck, hier geht die Scheiße los. Oh fuck. Der schießt mir die ganze Zeit in den Arsch. Auch gut. Oh, was ist das denn? Wollte gerade mit dem Fuß ausnocken. Funktioniert nicht so toll. Gute. Selbst auf Hard ist der Shooter diesbezüglich sehr gut machbar. Auch wenn das nicht meine Lieblingssteuerung ist. Oh, weißt du, immer wenn er die Scheiß-Body aufnimmt, muss er wechseln. Ja, das ist leider so ein Problem. Ärgerlich. Du hast ja gemeint, du würdest ihn dir holen, wenn er im Verleih nichts im Angebot wäre oder so. Nicht im Angebot, wenn er überhaupt auftauchen würde, dann funktioniert. Dann hole ich mir das Spiel. Hier ist ziemlich viel los gerade. Na, ich kann nicht über die Gesundheit springen.
Gegner sind so bescheuert. Sind so leicht zum Verarschen. Ah, ich habe wieder Shotgun. Oh, ein Pistölchen hat mich getroffen. 3 Schaden! Auf Fahrrad. Oh, ist das ein richtig böser Schaden. So viel Schaden habe ich nie auf einmal. 3%. Die feinste Switche. You found a secret. Aschie. Haben sie echt nice gemacht mit den Sprüchen. That was pretty effective. Zeit, mir die Hose anzuziehen. Doch ein bisschen kalt, wenn ich ohne Hosen hier rumsitze. Wenn sie damit schwarzen Dingen, wenn sie damit schwarzen langen Stängel kaufen, dann ist das eine Win-Win-Situation für alle. Auf jeden Fall nachmachen! Und überhaupt gar kein Sarkasmus und Erdesflach. Ja, das macht es echt bescheuert. Ah, liebe Kinders, hört auf den Seerax. Macht die Erde flach. Du musst mal länger stehen bleiben, Maki. Dein Ingame-Protagonist macht. Okay. So, noch macht er nichts. Ach so. Ja, und er pfeift eine gewisse Melodie. War doch der Sound von dem Level-Exit. Ja, das ist an sich das Duke Nukem-Theme. Ernsthaft, wo geht's denn hier wieder raus? Muss irgendwas getan. Also wenn ich schon hier aus der Wand ein Secret angel, dann ist das vielleicht hier nicht ganz so durchdacht. Ja, es ist offen, WT. Warum ist es jetzt offen? Musste ich dieses Secret sammeln?
Oh, wieder Level. Alien Sheep. Auch hier, by the way, wieder kleinere Fallen, hier und da. So, der Boss ist ein bisschen tricky. Man kann nämlich keinen Schaden machen und muss ihn halt in diese Presse reinlocken. Ach, er hier. Zwei Schalter aktivieren. Und ihn dann... unter diese Presse locken. Okay, der Boss ist keine Zitrone. Alles nur Hates. Und er ist besiegt. Oh, Sirax, jetzt hör doch auf mit deinem Hate Speech. Hate speaking hier. Ist ja wundervoll. Kann ich hier rüberspringen? Ich glaube ja wenig. Möchte nicht rein! Ein beschisseneres Level. Wird nämlich, wir haben etwas wenig Zeit und müssen hier quasi durchrushen durch das Ganze. Oh, Quattro Kill, das da. Ja, gib mir den Kampfshot, den ich brauche. Oh, jetzt reicht's mir, dieses graue Marswix-Männchen da. Ah, oh, ist das Level kacke. Oh, das also. Da unten ist ja auch noch eins. So sind die. Wieso sind die alle da unten? Alles da dran. Okay, aber wir haben auch das Level geschafft und gehen ins nächste. So viel Gesundheit, die ich nicht brauche. Jetzt haben wir so eine Art Stadt. Was wieder auch sehr nice aussieht vom Level her. Aber jetzt wird schon etwas schwerer. Bisschen. Ich glaube, es war die Stage, wo es eine coole Waffe gab. Meinst du den Schrumpfstrahler oder? Den Schrumpfstrahler, ja. Das ist auch nice, dass die MP die stunnen kann. Alles kann stunnen. Also du kannst den Gegner immer stunnen. Jede Waffe. Wir haben auch so ein kleines Geschäft zum Beispiel. Wie auf den Scheißhaufen. Secret has been revealed. Okay. A secret has revealed. Was auch gut ist, es läuft schön flüssig. Ein nice Level Design. Schon Spaß. Ja, das stimmt.
Wobei ich derzeit mehr auf das abfahre. Aber das ist ja ein PC-Shooter. Und ist ja klar, dass dieses Spiel hier nicht damit teilt. Weil Gameboy war. Yep. Was nicht den Game Boy Advance, was nicht dieses Spiel zu einem schlechten Spiel macht. Es ist trotzdem ein sehr nice Game. LOL! Ich hab mich hochgeglitscht. Nimm das! Game. Hitty. Natürlich schießt er permanent auf meine Scheißfotze drauf! Ingame-Fotze. Ich möchte nicht die Karte nehmen, wenn ich schon tot bin, Game! Continue mit Sterben, dankeschön. Dankeschön, dass du weiter gestorben bist. So ein Rotz bring ich gleich dahin. Ich habe dich, Mathe. Ach, jetzt ist das Ding tiefer. Also ich muss quasi das Ding Pampe höher. Schon kann ich da drüber. Man hat sich was einfallen lassen beim Level-Design. Definitiv. Definitiv. Okay, hier fehlt auf jeden Fall Pisten. Hier haben wir noch eine weitere Shotgun. Etwas stärkere Fassung. Jetzt hat der Wichser mich viermal getroffen! Was willst du überhaupt? Dummes Stück Eichelkäse. Auch hier mit diesem Kino sieht echt geil aus. Man das umgesetzt hat. Doch hier gilt immer aufpassen. Also nicht wahllos voranstürmen. Es tauchen gerne mal Gegner auf. Nach ein paar Metern. Unser Duke am Stöhnen hier! Ah, ah! Chicken. Ach ja, dieses ah, ah, ah. Ah, es ruckelt, ah. Alter, jetzt hör auf, wenn ich vor einem Gegner stehe, fucking Raketenwerfer auszuwählen. Auch wenn meine Munition alle geht, das macht man nicht. Wählst am besten gar nichts aus. Das ist übrigens gerade dieser Blind-Effekt, wenn du das bereits vorher weißt, dann kommst du wesentlich schneller voran, als wenn es blind ist. Mhm. Oh, diese scheiß Waffenwechselfunktion manchmal. Ich möchte die Waffe wechseln und ihn treten! Danke für den dummen, unnötigen Kackschaden. Ach, die Lady. Du kannst ja mit den Ladies. Nicht nur er. Auch der Shadow Warrior. Auch der Wang, genau. Irgendwelche Headcrab-Viecher. Sind jetzt bei Half-Life oder wie? Weiß ich nicht. Scheint so.
Na, vielleicht ging es ja auch um Ewing. Okay, jetzt leveln wir mit dem Sturmstrahler. Schrumpf. Schrumpfstrahler, genau. Pipi Langstrumpfstrahler. Der gelbe Strahler. Was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Genau, wer wählt die Bomben aus, wenn ich zukicken möchte? Ach Mensch, Spiel, weißt du, ich kann jetzt so viel Munition sparen, wenn ich die Gegnerchen rete. Aber Donute muss die ganze Zeit wechseln. Ja, das ist leider so ein negativer Punkt, da es nämlich teils echt nervig ist, wenn eine Waffe einfach so wechselt. Das ist nervig. Gehört, Schmacki hat mit dem sehr viel Spaß auf dem Klo. Mit dem Strahler. Ja, dem können wir nämlich Gegner zertreten. In die Weichteile. Ach ja, ja, schön Background mit der Stadt und der Brücke. Das haben sie echt schön hinbekommen. Oh, ich bin gleich wieder da. Ja. Ah, oh, Mann. Verdammt. Ah. Oh. Da ist halt das Auto ein Problem. Und in welchem Level bist du? Da, wo wir letztes Mal das Fazit gemacht hatten. Okay. Also ich könnte jetzt noch eine Stunde oder so, dann würde ich aber dann... Morgen ein ereignisreicher Tag. Hoffentlich mit guten Ereignissen. Yep. Beide bei oben in der Ecke sieht man auch schön, welche Keycards man schon hat an den Farben. Auch sehr nice. Aber was echt so ein bisschen fehlt, ist die Musik leider. Oh, mein! Geh weg. Oh, die kloppen haufenweise Schaden raus. Natürlich wieder mal nicht geschafft. Zeitstress. Hm? Wo bist du denn? In der nächsten Mission, also mit den drei Scheitern. Brücke? Im Hintergrund. Kann man so sagen, ja. Ah, okay. Dann kenne ich das Level.
Ja, es war Zeitstress und musst halt in der Zwischenzeit 3 Schalter aktivieren. 4 waren es bei mir. 4, ja. Ja, nicht so schlimm. Was zum Geier? Ja, super! Von allen Richtungen! Und ich weiß nicht, was mit mir geschieht! Das ist denn für ein Level? Natürlich! Hatte. Warum überlebt ihr da? Hallo! Oh ja! Fick dich doch! 3D Rims, dass ihr da so ein tolles Game gemacht habt! Mann, mach doch einfach den Scheiß, den ich möchte, meine Fresse! Bevor ich dir den Schädel einschlagen muss! Hässlicher Blutschopf, du! Die Walzer. Das Ding hat mich nicht berührt! Nicht gequetscht! Keinerlei! Vielleicht in deinen kühnsten Träumen! Aber ansonsten, nein. Kein. Ich wette auf die Lizenz zum Drachenlord, die Streamer-Lizenz. Was? Hä? Irgendwas ist doch gerade hier rumgelaufen. Das ist verarscht, das Spiel. So, jetzt reicht's. Jetzt wird hier gedreht. Bootshop Deluxe! Musst du dir das quasi als Soundeffekt vorstellen, wenn ich die dann drehte? Macht sie immer. Hinter mir natürlich. Immer. Dadurch, dass ich die nicht aber erhören kann. Asozial. Und manchmal kann ich hier durch Medipacks durchlaufen und kann sie und sammle sie nicht ein. WTF. Wenigstens im geschrumpften Status kann man Medipacks auch einsammeln. Oh! Natürlich! Was ist das denn für eine dumme Scheiße? Also jetzt reicht's mir, jetzt vergewaltige ich die Biester! Tararush-Mode hier! Okay. Ich mach den Naruto Schatten-Doppelgänger-Modus, jetzt erstmal Tararush, lol. Ich sammle die Scheißhälfte natürlich ein, um direkt kassieren zu können. Weißt du, da spiele ich doch lieber eine Runde Arena-Wettkampf mit Waffenwechsel und solche Sachen. Da weiß ich wenigstens. Ich kann jetzt drauf eingestellt sein, dass er vielleicht den Raketenwerfer auf. Bei dem Spiel, wo ich das jetzt betrachte, der Raketenwerfer mir selber keinen Schaden bringen. Oh! Miese Mistviecher! Alter! Ich bin ausgewichen! Wo kriege ich den Schaden her?
Lady Marie, und Schade! Fick dich! Was für eine dumme Kacke! Ich bin hinter der verfickten Scheißsäule und kriege Schaden! Die Säule hat einen Durchmesser von 2 Meter! Und sieht nicht aus, als würde sie aus Pappmaché bestehen! Wollt ihr mich verkackeiern hier? Schieß mir in den Arsch! Das kannst du am besten, du Feigling! Also 9 Life wegen den Wichsbeuteln! Weil das da solche Ehrenmänner sein müssen! Was? Was zum Geier? Was ist kaputt mit dem Spiel? Ich hab gleich keinen Bock mehr, wenn das Spiel noch so weiterzieht! Aber ich weiß nicht, wie es mit Fazit langsam aussieht. Wollen wir? Ja. Gibt sowieso gleich Essen. Okay. Und ich habe keinen Bock, schon wieder einen Cut zu setzen, also. Die Grafik. Na, ich hab. So. Mal Vollbildmodus in dem Emulator. Grafik! Was würdest du denn der Grafik so geben? Ich würde schon sagen eine 1, weil es ist sehr nice, was sie aus dem Game Boy Advance hier rausgeholt haben, das muss man sagen. Mhm. Vor allem die. Dass das alles doch so schön flüssig geht. Ja. Steuerung. Ja, hier ist natürlich, du spielst ja mit Controller und quasi mit Tastatur. Mhm. Es ist gewöhnungsbedürftig, es mit dem Controller zu spielen. Beziehungsweise am Advance. Ja, auf dem Advance habe ich es halt noch nie gespielt, aber so, Tastatur ist es definitiv gewöhnungsbedürftig. Weil der ist ja eigentlich auch nicht dafür ausgelegt, Eco-Shooter abzuspielen. Beziehungsweise, dass man auf den Advance Ego-Shooter spielt, ist nicht ausgerechnet gewesen. Ja. Dann immer per Select dann zu wechseln, also Select gedrückt halten und die Schultertasten. Den Advance ist das auf jeden Fall besser. Als wenn man das auf Tastatur zeigt. Definitiv. Aber trotzdem bevorzuge ich bei Shootern halt das präziseste, was es gibt bis heute. Und das ist halt Tastatur und Maus. Weil heutzutage wird auch dran weiterentwickelt, wie man einfach rumlaufen kann und dann, also in seinem Wohnzimmer rumlaufen kann und dann shooten. Aber steuern lässt sich ja einigermaßen, deswegen würde ich sagen. Ich würde sagen. Eine 2. Ja. Das war auch mein Gedanke. In-Game-Sound, Musik.
Also mir fehlt ganz klar öfter mal die Musik. Sie ist nicht komplett nicht da. Also es gibt auch Stellen, wo sie da ist, zum Beispiel wenn man ein Level geschafft hat oder sowas. Aber sonst fehlt sie halt. Ja. Wobei der Sound, wenn er da ist, sich sehr nice. Was stimmt. Würdest du dem geben? Mein so musiktechnisch ist das meistens fehlt, da würde ich tatsächlich eher zu einer ja, 3 tendieren. Ja, würde ich auch sagen 3. Vielleicht so. Ah. Ja, eine 3. Gameplay! Ja, das ist ziemlich typisch. Wir rennen durch Levels durch, sammeln Keycards ein, öffnen da und da Türen, finden ein paar Secrets und so weiter. Ja. Wie man es halt von anderen Shootern bereits kennt. In dieser Klasse. What are you waiting for? Christmas? Du hast ein paar Levels, du hast einen Boss, die recht gut zu schaffen waren bisher. Sind alle super easy, die Bosse. Ja. Ja, was kann man da sagen? Ich bin mal kurz weg, du kannst deine Weil. Etwas näher das Gameplay analysieren. Soll ich dann auch gleich bewerten und dann ausrechnen? Ja. Ja, Gameplay, du hast da verschiedene Gegnersorten. Wie ein Duke Nukem 3D. Du hast an sich einen relativ guten Levelaufbau. Ein bisschen verschachtelt und solche Sachen. Also es wurde sich schon Mühe gegeben. Auch die Sequels, wobei du auf manches nur per Zufall kommen kannst. Oh. Gameplay-technisch wäre es so im Schnitt 1 bis 2. Das was mich halt echt wurmt, das sagen wir mal jetzt. Wobei, ist das Steuerung? Nee. Der wechselt die Waffe, das ist Gameplay. Das mit dem Gameplay hat mich abgefuckt. Also bezüglich dem, dass er die Waffe manchmal wechselt, wenn er da irgendwie irgendeinen Rotz da aufsammelt. Demnach würde ich doch beim Gameplay eher zu einer 2 tendieren. Also eher eine 2 plus oder sowas. Dann hätten wir quasi eine Gesamtnote von, Gesamtpunktzahl von 7,7. Und eine Endnote von 1,925, also eine 2. So, was kann ich denn noch so zu dem Meisterwerk hier sagen? Also, Duke Nukem Advance Wiki. In dem steht. Duke Nukem Advance ist lediglich für den Advance rausgekommen. Dies am August im Jahr 2002. The Game was developed by Taurus Games. Also es wurde herausgegeben von Taurus Games. Die haben ihren Sitz in Australien. Published by Take-Two.
Bei mir nicht auf der Kriegsau. Also hat das Game hat offenbar Original Storyline Plot. Es gibt 4 Schwierigkeitsgrade. Könnte mehr sein. Aber ansonsten schon mehr als viele andere Shooter, die man so kennt. Das Spiel war Multiplayer-fähig. Bis zu 4 Spielern. Die aber alle eine Kopie haben müssen von dem Spiel. Gibt ein schönes Safe-System. Neunzehn oder 20 Level. Die Enemies, klar, die hat man quasi so im Großen und Ganzen gesehen. Zuerst geht's, man hat da quasi 4 Kapitelchen. Einmal Area 51. Dann Egyptian Temples, dann Sydney und dann das Alienship. Von das Alienship das letzte ist. Ja, und dann warte ich mal auf das Schwöppes und Futter selber machen. Ja, dass er dann das Cut hat. So, ich bin wieder da. Servus, ja. Also Note, Endnote ist 0,925 beziehungsweise eine 2. Okay. Dann würde ich sagen, das war's dann mit TOF. Ich meine TOF. Hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr mal eure Shooter-Erlebnisse, eure Erlebnisse mit Duke Nukem und speziell mit dem Spiel in die Kommentare schreiben und wie oft ihr eure Hoden krault. Nicht die Community-Frage vergessen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.